und herzlich willkommen zu Gönn dir was, eurer Fancy-Beraterin für ganz Europa. So, ich bin natürlich völlig hinten dran mit all den Videos. Hier steht ein Berg an Ware, aber ich konnte nicht. Und jetzt fange ich mal an. Und zwar mit meinem monatlichen Club. Damit fange ich an. Käffchen. Angel. Experiment 624. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Lecker. Vanilla Mint. Der beste Mint-Vanilleton. Also, die Kombi, die ist so genial und so ausgewogen. Also, das gefällt mir richtig gut. Mein Monster. Ja. Mein Sebastian. Da. Und Dumbo. Ne, viele von euch haben sich ja jetzt Dumbo vor ein paar Wochen in den Club geschmissen. Das ist auch vollkommen richtig so, weil... Dann, aber das hatte ich jetzt schon geändert. Lemon Drizzle Cake aus der Osterkollektion. Wisst ihr ja, ich bin dem Duft ja total verfallen. Wer richtig guten, leckeren Zitronenkuchen mag, mit diesem weißen Guss oben drüber. Oh. Der ist da genau richtig. Ach so, Sugar, der bleibt auch forever. Aladdin, das ist das süßere Pendant zu Blueberry Rush, was aus dem Winter gab. Mandalorian, Air of Adventure, auch den haben sich jetzt ganz viele in den Club geschmissen. Als hier Star Wars war. Aus der Vatertagskollektion Business Casual. Ja, was soll ich sagen? Ne? Mir gefällt ja die komplette Vatertagskollektion, weil alles wunderbar maskulin. Ne? So wie für mich gemacht. My Dear Watson, der war ja auch in der Vatertagskollektion drin, den gab es aber irgendwann einfach mal so im Club und dann habe ich den direkt in mein Abo geschmissen. Vip Vanilla Lavendel, der ist jetzt raus, das war jetzt das letzte Mal. Ja, und hier weiß ich immer noch nicht. Ich komme wahrscheinlich schon total durcheinander. Nee, genau. Weil meine Clubs am 11. bearbeitet werden. Das heißt, 10 Tage zuvor kann ich den Club noch bearbeiten. So, und da war es jetzt immer zu spät. Sprich, wenn der in Bearbeitung ist, dann kann ich da nichts mehr verändern. Also ist jetzt schon wieder Banana Berry drin. Aber... bald nicht mehr. Mein Stargazing. Das ist ja auch so ein Pendant zu Jammy Time. Nur noch mal ein bisschen krachiger. Und noch viel dunkler und mystischer. Dann Sunburst Bamboo. Ich finde den so toll. Also so ein schöner Spa- und Wellnessduft. Und wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der mir wirklich so, so gut gefällt. Johnny Appleseed. Aber ich glaube, den kann ich auch mal rausschmeißen, weil... davon habe ich jetzt auch so viele.
Unicorn Kisses, jetzt mit diesem Cover. Der ist einfach, ne, schön, quietschig, süß. Alle Facetten des Regenbogens in Form von Süße sind in diesem Bar. Also für die, die quietschig süß lieben, war Unicorn Kisses was Wunderbares. Route 66, auch nochmal aus der Vatertagskollektion. Vanilla Blackberry. Ihr seht, ich habe einige, die Duft des Monats waren. Ja, Sandalwood Tangerine, auch Vatertagskollektion. Boah, da könnte ich ausflippen. Mega, mega lecker. Und ich habe für mich die komplette Body-Serie bestellt, weil ich das benutzen werde. Justice League, auch frisch, sehr, sehr frisch, hell, parfümig, also ein frischer, toller, maskuliner Duft, der aber super für den Sommer ist, weil der halt nichts Schweres in sich hat. Aus Moment by Moment, aus der Kollektion damals, immer noch Happy New Home, dieser tolle frische Wäscheduft, der anders nach frischer Wäsche riecht, in meinem Empfinden. Would You Like a Hug? Der ist jetzt raus. Das war ja dieser Bäckereiduft, wo ich überrascht war. Ja. Lime and Sugarcane. Ihr wisstet, ich und zitrische Düfte. Und Cinderella Happily After. Nee, Happily Ever After. Ich habe heute schon so viel geredet. Schon so viel geredet, ja, dass ich schon mehr schwätzen kann. Also auf Arbeit viel geredet, ne? Ja. Dekadent. Mein. Oh. Den kann ich wirklich bald nur anmachen, wenn ich hier irgendwas Süßes im Haus habe. Weil ansonsten keine Chance. Ich bin so, so verfallen diesem Duft hier. Aber wie gesagt, ich muss was Süßes im Haus haben, weil ich kriege regelmäßig Hunger, wenn ich Blueberry Cheesecake anmache. Ja, der bleibt auch forever. Looney Tunes. So was gigantisch Fruchtiges, was auch wirklich lange hält. Also, das ist wirklich eine Fruchtbombe. Und Kokolime, der bleibt auch. Das sind natürlich perfekte Dinge für den Sommer. Und zum halben Preis, und das bleibt jetzt auch erstmal drin, ist mein Lieblings-Lieblings-Lieblings-Duftöl Lotz O' Lemon. Eine wunderbare, süßliche Kombination aus Zitrone. Da ist auch ein klein bisschen Herbigkeit, ja. Ich kreiere jetzt mal neue Worte hier. Der ist ja ganz weit hinten, ganz, ganz weit hinten. Riecht man auch so ein bisschen was Herbes. Aber er ist in allererster Linie total spritzig und süßlich. Also herrlich zitrig.
Boah, und ich liebe den. Ich hatte in 0, nix die erste Flasche leer. Ja, das war der monatliche Club. Puh, aktuell. Bars. Jeden Monat. Ich will gar nicht daran denken, wenn ab 1. Bring Back My Bars kommen, weil ich will, weil ich weiß schon, was ich will. So, auf geht's zum nächsten Video. Ich habe heute Videomarathon, weil sonst ich möchte den ganzen Kram hier mal verräumen. Also, macht es gut. Bis bald. Tschüss.